Eine Übung wie viele schon davor. Brandinspektor Florian Lackner als Fix-Mitarbeiter der Stadtgemeinde koordiniert nicht nur Übungen wie diese. Wir machen so Übungen, dass das Zusammenspiel zwischen den Einsatzkräften auf der einen Seite von der Feuerwehr, auf der anderen Seite vom Roten Kreuz geübt wird, weil im Einsatzfall müssen wir natürlich auch alle zusammenarbeiten. Das Hauptaugenmerk bei der Übung haben wir darauf gelegt, dass die Einsatzkräfte gut gemeinsam koordiniert werden, beziehungsweise dass da ordentliche Kommunikation zwischen dem Roten Kreuz, der Gemeinde und der Feuerwehr gemacht wird. Ein großer Dank gebührt der Familie See, die uns ihr ehemaliges Geschäftslokal zur Übung zur Verfügung gestellt hat. Ihr neues Geschäftslokal befindet sich derzeit in der Europastraße 43 in Wels. Die Übungsannahme ist, dass bei Umbauarbeiten im Kellerbereich ein Brand ausgebrochen ist. Der Brand hat sich mittlerweile auf das Erdgeschoss vergrößert. Das Erdgeschoss ist zur Gänze verraucht. Seitens des Einweisers wissen wir, dass ca. 10 Personen die Umbauarbeiten durchgeführt haben und mittlerweile auch im Gebäude eingeschlossen sind. Die sind auf die verschiedenen Etagen verteilt. Im Bürogebäude, zweites, drittes und viertes Obergeschoss dürfen sich Personen aufhalten. Natürlich im Kellergeschoss, wo die Umbauarbeiten durchgeführt worden sind. Eine Person ist im Dachbereich erkennbar. Eine weitere Person dürfte sich im Aufzugsschacht befinden, nicht ansprechbar und mit Verdacht auf Wirbelsäulenverletzungen. Die Besitzerin des Hauses, sie ist schwanger und muss auch gerettet werden. Eine weitere Person, nicht gehfähig, die befindet sich in einem Rollstuhl, muss seitens der Drehleiter oder mit Hilfe der Drehleiter gerettet werden. Und alle Personen sollen dann in weiterer Folge durch den Rettungsdienst in einem gesicherten Bereich versorgt werden. Nun einige Eindrücke der Realität. Feuerwehrfrauen und Männer riskieren bei Einsätzen wie diesen nicht selten ihre Gesundheit oder gar ihr Leben, um Menschen und Tiere aus so schwierigen Situationen zu retten. Mit schwerem Atemschutz, bei totaler Verrauchung, Feuer und Einsturzgefahr zu suchen, ist eines der schwierigsten Aufgaben unserer freiwilligen Helfer. An dieser Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Ja, beteiligt sind alle Feuerwehren des Pflichtbereiches ans Felden. Es ist ebenfalls vorhanden Rotes Kreuz mit einem Großaufgebot. Es werden ca. 20 Personen bei dem Übungsdienst anwesend sein. Ja, seit der Alarmierung hat es jetzt gut funktioniert. Die Feuerwehren sind nacheinander hier am Einsatzort angetroffen. Zum Einsatzort selber sage ich mal Danke an die Familie See, an die Firma See und Maschig, dass sie uns dieses Gebäude zur Verfügung gestellt haben. Wir brauchen natürlich immer solche Objekte zum Trainieren für unsere Feuerwehren im Pflichtbereich. Und so eine Gelegenheit wird immer gerne genützt. Ja, ein wesentlicher Teil des Übungsszenarios wird heute auch die Beübung des neuen Kommunikationsmittels Funk sein. Wir haben ja mittlerweile im Pflichtbereich Funk auf digital umgestellt. Hier wird vor allem im Atemschutzbereich mal sein, dass man mit den Atemschutzträgern, mit den äußeren Atemschutzüberwachung die Funkverbindung aufrechterhält und auch die neue Technik probiert. Es sind auch heute mal externe Übungsbeobachter vorhanden, um mal eine neutrale Rückmeldung über die Arbeit der Feuerwehr des Pflichtbereichs ans Felden zu bekommen und mit dem Zusammenarbeiten mit den anderen Rettungsorganisationen ist auch ein wesentlicher Schwerpunkt. Bewusstlos, auf den sollten wir zusammen schauen, bitte. Hallo, können Sie mich hören? Hallo. So, zweite
Ihr braucht einen freien Sahne. Bei diesem Einsatz sieht man auch, wie wichtig technisches Gerät ist. Wir werden auch in den nächsten 3 Jahren dementsprechend investieren, nämlich mehr wie 2 Millionen Euro in neue Fahrzeuge. Wir werden in Summe 5 Fahrzeuge anschaffen. Ich glaube, die Feuerwehrleute brauchen bestes Gerät im Einsatz, im Stadtgebiet für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich glaube, da ist Sicherheit ein großes Thema in den nächsten Jahren. Johannes! Ja! Intubieren? Ja! Naja, red mit uns! Ja, sehr gut. So schlimm ist es nicht! Okay, Schulter! 38, ja, Herr Bürgermeister, wir haben jetzt insgesamt 8 Personen gerettet. Das heißt, alle Personen sind gerettet aus dem Gebäude. Wir beginnen jetzt oder dann jetzt weiter mit der Brandbekämpfung. Okay. Aber Verletzten sind wir alle beim Roten Kreuz. Danke für die Meldung. Ja. Diese Übung zeigt, dass das Zusammenspiel zwischen Rotkreuz, Feuerwehr und Behörde tadellos funktioniert. Sie können Ihren Blaulichtorganisationen vertrauen.